Dann schauen wir uns mal die Bedienung vom LG Nexus 4 an. Ich fahre das Gerät hoch, hier rechts auf den Anschalter drücken und jetzt geht's schon los. Zum Display erstmal, wir haben hier ein 4 Zoll Display, das ist eine Diagonale von 11,94 cm. Außerdem handelt es sich um ein True HD IPS Display. Wir haben hier vorne ein kratzfestes Gorilla Glass 2 und eine Auflösung von 1280x768 Pixel, also eine WXGA Auflösung mit 320 ppi, also Pixel per Inch. Sonst 16,7 Millionen Farben. Es handelt sich hierbei um die Version Android 4.2 Jelly Bean und wir haben einen Qualcomm Snapdragon S4 Pro CPU 1,5 GHz Quad-Core Prozessor drinne plus 2 GB Arbeitsspeicher und was das Ganze kann, schauen wir uns jetzt einmal an. So, fangen wir an mit dem Lockscreen, den seht ihr hier schon und da könnt ihr hier über das Schloss das Ding einfach entriegeln und ihr seid auf euren Homescreens oder das zeige ich euch jetzt. Ihr habt hier sogar so Lockscreens, nenne ich das jetzt einfach mal. Hier seht ihr das. Hier könnt ihr zum Beispiel einen hinzufügen. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Wetter haben wir jetzt hier zum Beispiel. Oder hier rechts kommt ihr direkt zur Kamera, also in den Kameramodus. Das, was wir sonst kennen von anderen Android-Geräten, dass man da irgendwie hinwischt, haben wir hier also nicht. Hier haben wir so kleine Screens. Hier die Kamera, könnt ihr schon mal sehen, da könnt ihr die Einstellungen einfach per Touch vornehmen, länger draufdrücken und irgendwie die Einstellungen anwählen. Wie das funktioniert, zeige ich euch im vierten Teil unserem Kameravideo. Also ihr habt hier trotzdem noch die Möglichkeit, sogar noch einen hinzuzufügen, je nachdem wie viel ihr wollt. Und jetzt entsperre ich das Gerät aber mal und wir sind hier auf unserem Homescreen. So sieht das Ganze aus. Pures Google, pures Android, wie gesagt. Sehr, sehr schlicht gehalten, sieht aber auch sehr schön aus, meiner Meinung nach. Fand ich immer sehr cool und ist halt einfach nicht so überladen und läuft flüssig. Dann schauen wir uns einfach mal die Knöpfe an, die hier auf dem Display sind, also ihr seht, hier ist etwas vom Display abgeschnitten und da sind dann die drei Hauptfunktionen drauf verlagert. Hier bei Lichtentfall seht ihr das sogar noch besser. Einmal die Zurücktaste, damit kommt ihr immer wieder zurück. Der Home-Button, um zum Homescreen zu kommen und der Task-Manager. Hier könnt ihr zwischen euren Programmen hin und her wählen oder wie ihr eben gesehen habt, einfach per Wischen schließen. Lange auf dem Home-Button gedrückt und ihr kommt zu Google Now. Was ist das? Hier seht ihr zum Beispiel schon mal Wetter in Hannover, aber das Ganze funktioniert ganz praktisch. Da werden euch Informationen mit all euren Google-Konten bereitgestellt, alles was ihr so habt, Termine, E-Mails und so weiter und so fort. Das heißt, Google weiß zum Beispiel, dass ihr morgen nach München fahrt und gibt euch dann schon Wetterinformationen über München und Verbindungsinformationen oder weiß Google, dass ihr in einem Restaurant sitzt, weil es euch das zum Beispiel auch empfohlen hat, coole Restaurants in der Nähe, dann geht ihr dahin und dann zeigt Google euch schon an, was die Empfehlung in diesem Restaurant ist. Ihr könnt euch zum Beispiel auch eure Lieblingsfußballmannschaften anzeigen lassen, eure Ergebnisse, wenn ihr spielt, alles, was ihr wissen müsst, alles, was individuell für euch interessant ist, findet ihr hier. Ihr könnt auch mit Google reden, das versuchen wir jetzt mal. Wie spät ist es? So, das hat er jetzt verstanden und so googelt das Ganze aber natürlich für euch. Also eigentlich Uhrzeit Hannover. Also erkennt er das schon ziemlich gut und hier habt ihr dann zum Beispiel die Uhrzeit in Hannover. Dann hier die Shortcuts, Kamera habe ich euch bereits eben gezeigt, Internetbrowser, also Chrome. Dann habt ihr hier all eure Apps, die wir hier so haben. Hier eure Apps, hier eure Widgets, hier kommt ihr zum Play Store. SMS schreiben könnt ihr hier und hier kommt ihr zu euren Kontakten, Kontakte, die im Telefonbuch sind, Anrufsliste und Ziffernblatt. Schauen wir uns mal an, welche Apps wir hier so haben. Ein paar Spiele habe ich heruntergeladen, sonst ist viel schon drauf, so wie Google, Google Plus natürlich. Der Kalender sieht so aus. Habt ihr hier die Möglichkeit auszuwählen, ob ihr Monat, Woche, Tag und so weiter euch anzeigen lassen wollt. Hier habt ihr weitere Einstellungen, neue Termine, aktualisieren, Feedback geben und so weiter. Dann haben wir hier Currents, das ist eine neue App, kann man sich aber auch für andere Geräte, zum Beispiel auch für Apple iPhone herunterladen, ist jetzt nicht auf Android beschränkt, aber auch von Google. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch
Blogs anzeigen zu lassen. Also wenn ihr zum Beispiel Blogs, News und so weiter verfolgt, bekommt ihr hier so die wichtigsten angezeigt und habt hier dann aber auch zum Beispiel euren Blog direkt, den ihr dann anwählen könnt, und dann habt ihr hier quasi für euer mobiles Endgerät die Blog-Einträge aufbereitet, sodass sie gut aussehen und nicht zum Beispiel die Desktop-Version eures Blogs. Also mittlerweile sind ja viele Sachen schon mobil angepasst, aber hier das Ganze nochmal als App zusammengefasst. Dann Kamera, wie gesagt, Local, Kontakte, Navigation, Playbooks, um Bücher zu lesen. Und dann sind hier einige Sachen, die ich bereits installiert habe, sowie Spiele. YouTube ist natürlich auch noch drauf und vieles zeige ich euch noch in den weiteren Teilen des Videotests. Dann habt ihr noch die Notification Bar. Hier bekommt ihr dann Informationen angezeigt, zum Beispiel Systemupdate, Nachrichten und so weiter und so fort. Alles, was wichtig ist. Und hier oben rechts habt ihr dann noch weitere Einstellungen, zum Beispiel euer eigenes Google-Konto. Helligkeit könnt ihr hier einstellen. Mach ich nochmal so. Achso. Automatisch oder nicht, könnt ihr dann einstellen, weitere Einstellungen, WLAN und so weiter. Ihr seht jetzt hier, so kommt ihr zur einfachen Notification Bar und da oben sind weitere Informationen. Ihr könnt aber auch sagen, Notification Bar, und mit zwei Fingern kommt ihr zu euren weiteren Informationen, wie ihr sehen könnt. Ja, wenn ihr das richtig erkennt, dass ihr zwei Finger benutzt. Individualisieren ist jetzt nichts Spektakuläres mehr. Lange drauf gedrückt zum Beispiel, und ihr könnt Hintergründe verändern, Live-Hintergründe einstellen oder geht in eure Apps und sagt, ich möchte eine App drauf haben oder eine Uhr, lange auf, oder eine Widget, lange auf die Widget gedrückt, auswählen, wohin, ablegen, löschen. Kennt man mittlerweile, ist nichts Spektakuläres mehr. Ich zeige euch ganz kurz, welche Widgets es zum Beispiel so gibt. Galerie, Energiesteuerung, Google Now auch, Google Plus Beiträge. Alles ist mittlerweile so auf Google bezogen, jetzt hier bei Android. Natürlich, weil das so gewollt ist. SMS, schauen wir uns mal an, wie man das schreibt. Gehen wir mal auf neue SMS. Und ihr könnt hier einmal zum Beispiel auch Kontakte anwählen, das erkennt Google automatisch oder Android, dass ihr einen Kontakt meintet, den ihr habt. Und dann könnt ihr hier einfach von Buchstabe zu Buchstabe wischen. So, das hat er jetzt nicht erkannt. Aber so seht ihr, funktioniert das relativ gut und ihr bekommt immer so eine Anzeige direkt über euren Finger, wie ihr sehen könnt, wo dann das Wort, was sich daraus ergibt, schon mal angezeigt wird. Dann wisst ihr, ob ihr richtig oder falsch liegt. Was ganz cool ist, so einmal gedreht und wir sind im Landscape-Modus, da sind die Knöpfe natürlich ein bisschen breiter. 1, 2, 3, Sonderzeichen löschen, Smileys und Spracheingabe. Hallo, was machst du heute? Sehen wir uns nach der Schule? Das funktioniert super, wie ihr sehen könnt. Schauen wir mal kurz in die Einstellungen. Da haben wir nämlich auch hier über das Telefon. Dann seht ihr, Android 4.2 ist hier drauf. Hier könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen. WLAN einstellen, Display, Töne, Speicher, Akku, Apps verwalten.